Hallo und willkommen zu einem kleinen Tutorial hier fürs Armadillo Mining, weil ich schon manche gesehen habe, die nicht wussten, wie es geht und dann einfach den Armadillo immer equipped haben. Werde ich euch jetzt mal ein kleines Tutorial dafür geben. Als erstes natürlich ist das Requirement, ihr braucht für Pets Autopet Rolls und natürlich ein Armadillo. Ist eigentlich egal welche Rarity, aber ich würde empfehlen den Legendary, weil der einem eine Chance auf Double Drops bringen kann. Dann geht hier einfach auf Autopet Rolls. Achso, noch ein Requirement ist übrigens die Angel. Geht ihr hier drauf. Dann klickt ihr auf When You Throw a Fishing Rod. Dann klickt ihr einfach auf irgendein Pet. Ich nehme dafür jetzt einfach mal den Silberfisch. Dann klickt ihr hier nochmal rein und dann klickt ihr hier auf dieses Nether Quartz Ding Add Rule Exception. Dann klickt ihr hier diese You're Not in Island Dings Adding Expansion Condition. Ja. Dann klickt ihr hier, das ist das erste, auf die zweite Reihe das erste. Crystal Hollows, dann habt ihr das erstmal erledigt. Und dann createt ihr noch eine, das ist auch When Throwing a Hook. Dann nehmt ihr hier den Armadillo einfach. Dann werden wir mit dem schon mal fertig. Ganz wichtig ist noch, wenn ihr euch jetzt bloß so draufstellt und dann die Rod werft, dann spawnt der so ein bisschen neben euch. Deswegen einfach mit dem Aspect of the End oder Aspect of the Void warpen. Dann sitzt ihr und dann euch dann draufsetzen, dann spawnt der direkt in euch. Dann nehmt ihr einfach euren Drill in die Hand und guckt nach unten, wenn ihr nach unten wollt und dreht euch ein bisschen rum und so meint ihr auch schon ganz gut. Das macht für mich gerade um die 30 Multistunde, also ich kann es echt nur empfehlen. Das war es eigentlich schon vom Guide, ich hoffe euch hat das Video gefallen und haut rein. Ciao.